Herzlich willkommen auf dem Jack Family Modellbaukanal. Es gibt Updates zum Thema Le Camping Car. Ja, normalerweise sollte nach 4 Wochen ein neues Video kommen. Das Problem ist aber, unser Paketbote, der üblicherweise uns die Pakete zustellt, zu der Zeit entweder krank war oder Urlaub hatte und eine Stellvertretung anscheinend unsere Klingel nicht gefunden hat. Und das Paket ging zurück nach Frankreich. Inzwischen ist das Paket wieder angekommen beim Versender und das Ganze wurde diese Woche oder beziehungsweise letzte Woche noch einmal versucht loszuschicken. Das Paket, was nicht angekommen ist, beinhaltete die Ausgaben 3, 4, 5 und 6. Allerdings sind Ausgabe 7, 8 und 9 schon angekommen und die Ausgabe 10 ist bereits auf dem Weg hierher. Wir machen es kurz und schmerzlos, denn ich habe heute noch ein anderes Thema. Ich habe nicht nur Le Camping Car Ausgaben, wir werden heute nicht bauen, sondern ich will einfach nur mal zeigen, dass die Ausgabe 7 hier angekommen ist. Das ist die Tür Innenverkleidung. Die Ausgabe 8 mit ein paar Teilen. Und hier sehen wir eine der Seitentüren. Und zwar ist das, ich glaube, die Beifahrertür, denn in der Ausgabe 3 oder 4 ist die Fahrertür. Was sehr, sehr cool ist, das habe ich schon herausgefunden, dass die Fenster tatsächlich zum Hoch- und Runterkurbeln sind. Das finde ich sehr, sehr cool. Das war ja in der ersten Folge noch nicht ganz klar, weil wenig über das Modell und die Funktionen bekannt waren. Mit den Ausgaben könnten wir theoretisch auch schon ein bisschen was schrauben, aber ich möchte schon ein bisschen der Reihenfolge nachgehen und deshalb werden wir abwarten, bis das Paket aus Frankreich dann hoffentlich, und ich nehme mal an, spätestens nächste Woche hier ankommt. Also drückt die Daumen. Also, Ausgabe 7, 8 und 9 habe ich schon hier, Ausgabe 10 ist unterwegs und die Ausgaben 3 bis 6 sind ebenfalls unterwegs. Jetzt gibt es einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder mit einem, mit etwas anderem. Ja, und da sind wir wieder. Ihr seht, ich habe ein bisschen umgebaut. Ich weiß, zu diesem Bagger gibt es schon unzählige Videos. Das soll ja keine Verkaufssendung sein oder sonst irgendwas, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass ich als Kind schon mal mit einem echten Bagger, zumindest einem Mini-Kettenbagger, baggern durfte. Und das immer schon so ein, so ein Traum war, mal so ein Bagger als Funktionsmodell zu Hause zu haben. Aber diese Hydraulikmodelle, die man kaufen kann, da explodieren die Preise. Das kann man vielleicht schon bezahlen. Ich kann es nicht und ich möchte es auch nicht. Diese klassischen, ich sage jetzt mal, ferngesteuerten Kinderspielzeuge mit elektrischen Motoren, die haben halt nicht diese Kraft, die so ein Hydraulikbagger hat. Die haben Rutschkupplungen und da funktioniert das alles nicht so, wie man das gerne möchte. Aber es gibt von der Firma Amevi einen Vollmetallbagger. Das sollte vielleicht nochmal erwähnt werden. Ein Vollmetallbagger, der wirklich auch die Kraft hat, ein bisschen was zu bewegen. Den habe ich mir deshalb auch gekauft, einfach weil es so ein Zwischending ist zwischen einem Elektromodell und einem Hydraulikbagger. Er hat halt mehr Kraft als so diese Spielzeugmodelle. Natürlich kommt es nicht an ein klassisches Hydraulikmodell ran, aber trotz alledem gibt es ein kleines bisschen was darüber zu erzählen. Der wiegt eigentlich laut Anleitung oder beziehungsweise laut Herstellerangaben soll der 7 Kilo wiegen. Ich habe ihn mal auf die Waage gefahren. Und es waren, ich glaube, 5,9, also knapp 6 Kilo waren es. Immerhin. Selbst die Fahrerkabine ist aus Metall, die Ketten sind aus Metall. Natürlich, hier haben wir ein bisschen Kunststoff mit dabei. Aber es ist wirklich sehr viel aus Metall. Ich hatte, wie viele andere auch, bei der ersten Betriebnahme ein paar Schwierigkeiten. Zum einen ist der Stiel nicht ganz ausgefahren oder wollte nicht ausfahren, was daran liegt, dass hier Endschalter drin verbaut sind. Das bedeutet, wenn der Arm ausfährt, dann fährt er nicht ewig weiter oder die Motoren brennen durch oder es knattert, weil da eine Rutschkupplung drin ist, sondern er hat Endschalter. Das heißt, sobald dieser Schalter beim Ausfahren betätigt wurde, hört der Motor auf zu arbeiten. Offensichtlich lag das Modell eine ganze Weile in der Verpackung, sodass der Endschalter durch die Lagerung zu sehr gedrückt wurde und ich dann mit so ein bisschen Fingerfertigkeit das Ganze lösen musste. Und dann hat es auch funktioniert. Das Einzige, was nicht so funktioniert hat, war der Rauchgenerator.
Der ist mir ja relativ früh schon kaputt gegangen. Das soll aber bei dem Modell wohl ziemlich oft vorkommen. Ich habe auch die Platine hat es zumindest in dem Bereich erwischt, sodass der Rauchgenerator irgendwann gar nicht mehr ging. Also eine neue Platine bestellt, einen zweiten Rauchgenerator bestellt, aber auch der ist nach 10 Minuten kaputt gegangen. Also habe ich einen anderen Rauchgenerator von einem anderen Hersteller bestellt und das Heizelement quasi in diesen originalen Rauchgenerator eingebaut. Und seitdem funktioniert das doch relativ zuverlässig. Da bin ich doch überrascht. Auch die Schaufel hier vorne ließ sich nicht so weit einfahren vom Original her, wie man das eigentlich von Baggern kennt und wie das eigentlich gebraucht wird, wenn man jetzt so ein Tiefler, also so ein LKW hat hier, der so eine Höhe hat und kommst du mit dem Bagger ran und aber wenn du den Arm hochfährst, da kippt schon die Hälfte raus, weil die Schaufel nicht so weit reingeht. Und dann habe ich mir hier eine Verlängerung aus Messing gelötet. Also das Gelbe hier ist das Originale und das Schwarze ist das, was ich selber reingelötet habe. Man sieht schon, das Gelbe ist um einiges kürzer als das, was ich nun letztendlich selber gelötet habe. Und dementsprechend kommt die Schaufel auch weiter rein. Ich habe auch eine Drohne. Warum ich das jetzt erwähne, hat folgenden Hintergrund. Diese Drohne hat einen unfassbar großen Akku. Ja, was ja bei Drohnen üblich ist. Aber der Akku hält bei durchschnittlicher Belastung und damit meine ich jetzt nicht Sportfliegen oder Hochfliegen oder sonst irgendwas, sondern ruhig fliegen, ein paar Videoaufnahmen, ein paar schöne, hält dieser große, schwere Akku gerade mal 25 Minuten. Erstaunlich ist dafür aber, dass bei diesem Vollmetallbagger der Akku ja locker seine 1 Stunde 20, 1 Stunde 30 durchhält und der Akku ist verhältnismäßig klein, wenn ich das mit den Drohnenakkus vergleiche. Da bin ich doch positiv überrascht. Ich habe zwar einen zweiten Akku dazugestellt. Ich bin erstaunt, dass dieser kleine Akku tatsächlich so lange durchhält und ich bin auch erstaunt, dass dieses Modell so viel Kraft hat. Der hat auch Sound an Bord. Die Fahrbewegung ist nicht proportional. Das heißt, sobald ich Gas gebe, gibt er Vollgas. Sobald ich loslasse, bleibt er stehen. Das sieht bei der Baggerbewegung anders aus. Da ist es proportional. Das heißt, so wie ich die Geschwindigkeit verändere, so bewegt er auch den Arm. Also wenn ich langsam den Hebel nach vorne mache, geht der Arm halt langsam hoch, drücke ich den Arm voll durch, geht er schnell hoch. Und genauso ist das mit den Drehbewegungen und alle anderen Bewegungen auch. Zu dieser Schaufel gibt es auch Zubehör. Und zwar gibt es einen Greifer. Das heißt, man kann den anstelle der Schaufel ranbauen und dann kann man halt greifen. Und es gibt auch einen Meißel, wobei sich viele darüber beschwert haben, dass der Motor für den Meißel hier zu schwach ist, weswegen er nicht wirklich meißeln kann. Ich würde aber behaupten, es liegt nicht unbedingt nur am Motor, sondern es liegt am Meißel selber. Der ist meiner Meinung nach überhaupt nicht spitz genug. Wie soll der denn mit so einer Form durchs Material kommen? Das ist ja viel zu rund, das wird nicht funktionieren. Und dazu gehört natürlich auch ein Ladekabel, klassisch, um den Akku aufzuladen. Was ich inzwischen gemacht habe, ist, ich habe eine breitere Schaufel gedruckt und lackiert. Also ich habe einen 3D-Drucker und damit habe ich eine neue Schaufel, die habe ich gedruckt und lackiert. In der Zeit, wie ich auf den Rauchgenerator gewartet habe. Und ich habe auch noch eine zweite Schaufel, die halt wirklich für festes Terrain gedacht ist, für festes Material, wo er halt besser durchkommt, weil er doch ein bisschen längere Zacken hat, um sich da durchzubaggern. Klassisch mit dabei ist natürlich eine Fernsteuerung und ich war überrascht, die ähnelt einem PlayStation Controller. Unfassbar, oder? Auch die zwei Buttons hier hinten, wie bei einem PlayStation Controller, man hat hier so diese Joypads. Ja, ich würde sagen, wir schnacken nicht lang, wir schmeißen den Apparat mal an. Der Ton, der Sound. Gott, das klingt ja so krank irgendwie, weiß ich nicht. Also wenn der Rauchgenerator eingeschaltet ist, das klingt meiner Meinung nach realistischer als das Soundmodul, was integriert ist. Aber mit dem Soundmodul zusammen ist auch die Beleuchtung hier vorne geschaltet. Ich kann mit dem Knopf, den hier, den Sound ausschalten. Damit schaltet sich aber auch die Beleuchtung aus. Und jetzt hören wir mal gerade zum Vergleich, wie sich der Rauchgenerator anhört. Und der Rauchgenerator. Gut, der ist ein bisschen leiser, aber ich finde, das tut dem kein Abbruch. Ich finde, das reicht völlig, meiner Meinung nach, wenn jetzt das Licht noch ohne Rauchmodul ginge. Ich werde es nicht ausbauen, ich werde es wahrscheinlich einfach nur abklemmen von der Platine, weil ich doch so viel wie möglich eigentlich original lassen möchte. Ich möchte hier nicht groß was verändern. Verbessern, ja, aber nicht verändern. Also der Arm geht rauf und runter, man sieht, das geht auch langsamer und muss da nicht so viel Gas geben.
geht auch langsamer. Ja, schnell rauf und runter. Der Stiel lässt sich ein- und ausfahren, bisschen langsamer. Schneller. Das gleiche ist mit der Schaufel. Ja, langsam, schneller. Und hier sieht man es. Die Schaufel fährt ein bisschen weiter ein als vorher. Ansonsten, ja, auch die Drehbewegung funktioniert proportional. Das heißt langsam, schnell, wie ich das gerne möchte. Andere berichten darüber, dass das nicht so feinfühlig ist. Natürlich, man kann es nicht mit einem Hydraulikmodell vergleichen. Die Fahrfunktion ist halt, wenn ich Gas gebe, gibt er Gas. Und ich weiß gar nicht, ob man es erkennen kann. Ich drehe mal. Der Rauchgenerator. Ich finde, das ist irgendwie so mein persönliches Highlight, weil das macht es nochmal ein Stück weit authentischer. Das ist übrigens auch die Abdeckung. Also hier sitzt der Rauchgenerator und hier drin sitzt auch der Akku. Müssen wir jetzt nicht, denke ich, zeigen. Kann man sich auch andere Videos drüber anschauen. Das Führerhaus ist aus Metall. Das ist grandios. Ein schönes Modell. Es ist natürlich auch ein bisschen Kunststoff, minimal hier oben so. Das ist halt nur angedeutet. Wer mehr über den Bagger wissen möchte, der kann sich das gerne anschauen. Ich dachte, ich erwähne es mal am Rande, weil ich hier nun mal einen Modellbaukanal betreibe. Natürlich in erster Linie geht es um meine Modelle, die ich selber baue, so wie im Hintergrund der Zirkus. Das ist komplett Marke Eigenbau. Da ist nichts gekauft, außer die Einzelteile kann man so nicht sagen, die Rohmaterialien, also so Holz, Messing, LEDs, das Ganze ist komplett selber gebaut, selber gelötet, selbst bemalt, denn sowas, was ich hier gebaut habe, das gibt es nicht zu kaufen. Das hingegen ist doch nicht mal ein Bausatz gewesen, sondern ein fertiges Modell, an dem ich aber, ich sage es mal, noch ein paar Kleinigkeiten verändert habe. Macht ja auch Spaß, dafür ist es ja auch da, dafür ist es ein Modell, damit man eben selber noch ein bisschen was dran machen kann. Ich hoffe, dass es demnächst weitergeht mit dem Camping-Car. Dieses Modell baue ich wirklich deshalb, weil ich auch Camper bin. Also mit meiner Frau und mit meinen Kindern. Wir gehen gerne campen. Wir hatten die letzten 2 Jahre einen Zeltanhänger, haben uns Ende letzten Jahres einen Wohnwagen gekauft. An dem sind wir noch dran, den zu renovieren. Wer Interesse hat, vielleicht kann ich auch mal das ein oder andere Video zur Renovierung von Wohnwagen euch zeigen. Schreibt es einfach in die Kommentare, was euch interessiert. Also wie gesagt, ich kann Videos zum Wohnwagen machen, zur Renovierung. Es werden auf jeden Fall weiterhin Videos zum Wohnmobil kommen, also zu dem Modell. Ja? Denn wie gesagt, das ist so eine Verbindung zwischen ich liebe Camping, ich liebe Modellbau und das vereint es so ein bisschen. Ihr könnt auch gerne Fragen zu meinen eigenen Modellen stellen. Ich kann euch die Modelle, ich kann auch Videos zu den Modellen machen, Einzelheiten. Ich kann euch genauere Sachen erklären, wenn das gewünscht ist. Aber schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, ich würde sagen, ich bastel das Video schnell zusammen, ne, damit ihr was zu gucken habt. Und heute ist Sonntag, heute ist kein schönes Wetter, heute ist Bastelsonntag. Wie gesagt, drückt die Daumen, dass das jetzt endlich funktioniert und klappt, dass das Paket mit dem Wohnmobil ankommt, damit es auch da weitergeht. Wünsche, Anregungen und Ideen gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns, ich hoffe, innerhalb der nächsten 2 Wochen doch wieder. Und bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, macht's gut, ciao.